Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Mainz Box. Das ist eine relativ neue Box auf dem Markt, die ich aber schon das ein oder andere Mal öffnen durfte, weil ich auch das in der Kooperation mit boxpalast.de bzw. mittlerweile mysurprise.de habe. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Mainz Box ist eine Box, die alle 2 Monate erscheint und die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, was für eine Aboform du wählst. Also unterm Strich, die Boxen kosten pro Monat immer relativ gleich. Vom Wert her hochgerechnet sind die auch recht vergleichbar miteinander. Welche Box letztendlich aber in dein Herz hineinkommt, kannst du anhand dieser Unboxings, die ich dir hier immer wieder zeige, für dich selber herausfinden. Deswegen mache ich das ja auch hier. Genau, damit du halt auch sehen kannst, welches Unboxing zu dir passt. Ich darf auch tatsächlich, da es eine Kooperation ist, eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Ein Blick lohnt sich immer in die Infobox, denn da stehen doch manchmal ganz gute, interessante Infos drin. Ja, so. Die Mainz Box kommt in einem, ich glaube immer wiederkehrenden gleichen Design. Das ist dieses hier. Das ist so ein Peach-Ton, durchzogen von goldenen Linien. Dann hast du hier das Mainz Box-Logo drauf. Ich bekomme immer, weil es halt eine Kooperation ist, ein Flyer mit. Und zwar von der lieben Maria. Liebe Claudia, eine kleine Auszeit nach den stressigen Feiertagen. Für eine kleine Auszeit nach den stressigen Feiertagen sorgt die neue und letzte Ausgabe des Jahres 2019. Außerdem wünsche ich dir einen schönen und entspannten Rutsch ins neue Jahr und ein selbstgemaltes Herz. Liebe Grüße, Maria vom Mainz Box Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Also, ne? Man merkt einfach, dass diese Karten dann auch wirklich mit einem, ne, Persönlichkeitsfaktor geschrieben werden, denn ich hatte mal erwähnt, dass ich dieses Herzchen so feiere und seitdem kriege ich jetzt mein Herzchen auf meine Karte. Also vielen, vielen Dank, liebe Maria. Du bist echt cool. Ich schreibe tatsächlich auch immer mit der Maria. Wenn jemand von euch nämlich gewinnt, dann schreibe ich Maria eine E-Mail und dann schickt Maria die Box auch raus. Also von daher, ich glaube, wir nehmen auch heute als Hashtag mal wieder Danke Maria, oder? Ich glaube, das wäre ganz cool. So, die Mainz Box ist inspiriert von dem Mainz Magazin, welches wir auch jedes Mal mit dabei haben. Richtet sich eher an die erwachsene Frau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und was kostet so ein Ding? 2,95 kostet so eine Zeitschrift tatsächlich. Die liegt bei uns. Mensch, was ist los mit meiner Stimme? Es ist Winter, Leute, es tut mir leid. Die liegt tatsächlich auch immer bei uns im Zeitungsständer oder Magazinständer im Badezimmer. Dann kann man halt, wenn man vielleicht etwas länger im Bad verbringt, ein bisschen in der Zeitschrift blättern. Ja, da sind Rezepte drin, was ich super interessant finde und alles Mögliche. Du hast in der Box, 6 bis 8 Produkte, Beauty und Lifestyle natürlich. Und ich rede schon wieder so lange, wir gucken jetzt einfach mal rein, was sich in der Box verbirgt. So sieht die Box klassischerweise aus, wenn man den Deckel abnimmt. Du hast hier das Mainz Box Magazin, beziehungsweise das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zusammen mit den Preisen und der ein oder anderen Produktinformation, einem Gutscheincode und so weiter. Hier hast du dann das Seitenpapier, was mit einem Schleifchen hier erstmal verschlossen ist. Und dann hast du ein Klebi, Smile and Shine, das finde ich total sympathisch. Hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box hinein, sehen das Krüppelpapier und schon das ein oder andere Produkt. So. Dann nehme ich erstmal das erste Produkt raus. Da haben wir von Klosterfrau Innere Balance Lutschtabletten Lavendelhonig und die sind zuckerfrei. Hier drin sind 20 Lutschtabletten. Das kann man jetzt tatsächlich sehr gut gebrauchen und ich denke auch so zum Thema entsprechend, ne, so ein bisschen Entspannung nach den Feiertagen. Man hat die ganze Zeit über vielleicht gequatscht und gelacht und keine Ahnung, die Stimme ist angeschlagen. Habe ich ja eben selber gemerkt, auch wenn jetzt noch keine Feiertage sind, aber ich merke es, dass ich in letzter Zeit doch ziemlich viel rede. Da kommen solche Lutschtabletten dann wie gerufen. Also du musst dafür jetzt nicht unbedingt groß Halsschmerzen haben oder so. Die kannst du auch einfach so zu dir lutschen, wenn halt deine Stimme mal wieder versagt. Ne? Das ist ganz cool. Ich kann die auch auf der Arbeit ganz gut gebrauchen, weil ich tatsächlich auf der Arbeit auch sehr viel rede. Ja, deswegen finde ich das ganz cool. Lavendelhonig hört sich auch interessant an. Hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Und Honig ist gut für die Stimme. Lavendel ist beruhigend. Läuft. Das nächste, oh, das ist so geil, hatte ich letztes Mal auch drin. Ein Schneemann-Knete-Kit. Das hatte ich nicht letztes Mal drin, das hatte ich letztes Jahr in meiner Barbara Box Edition
Schneekönigin, glaube ich. Und da war ein Schneemann-Knete-Kit mit drin. Also, wir haben hier die Knete. Dann haben wir hier die Dekoration für den Schneemann. Steht hier eine Anleitung drauf. Liebeskummerpillen GmbH. 30 Gramm Schaumknete. Nö. Also, einfach mal kneten. Ein Spaß für Jung und Alt. Glaube ich, oder? Okay, die ist so richtig Matsche. Muss das so? Die ist so leicht feucht. Kann man das kaputt machen? Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Schneemann, ne? Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 2 Kugeln. So. Guck mal, so flätschig, ne? Okay, Kugel Nummer 1 wird geformt. Es riecht auch so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Man hatte doch damals diesen Flubber oder so. Hatte ich damals jedenfalls in meiner Jugendzeit. Also ist es jetzt nicht so easy peasy da. Also ja. Man merkt halt diese Kügelchen, ne? Ich finde das jetzt gerade nicht so ganz krass geil, weil du kannst ja jetzt keine runde Kugel so richtig mitmachen. Aber es riecht wie dieser Flubber, den man damals halt so hatte. Es riecht so komisch, echt. Okay, normalerweise gehört hier dann der Kopf drauf. Oh. Ja, dieses Jahr haben wir tatsächlich nicht wirklich Schnee, ne? Also da brauchst du dann auch so einen Schaumknete-Schneemann, um überhaupt so ein bisschen in diese Schneestimmung zu kommen. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, wir haben hier echt sommerliche Temperaturen. Oder frühlingshaft wohl eher, ne? Okay, bitte nicht lachen, ja? Das ist mein Schneemann. Der schielt ein bisschen. Ich weiß nicht, sind das Wackelaugen oder muss ich die noch irgendwie drehen oder so? Aber irgendwie... Schneemann. Der Schnee, der schielt ein bisschen. Aber das ist ganz niedlich. Ein Spaß für 2 Minuten. Okay, ja, läuft. Aber er hat keinen Schal und er hat keinen Zylinder. Ist irgendwie ein bisschen schlecht ausgestattet, der kleine Schneemann. Herzlich willkommen. Ihr befindet euch hier übrigens auf einem Beauty-Channel. Ich hoffe, hier sind dann doch noch irgendwie Beauty-Produkte drin. Okay, so, das nächste, was ich hier auspacke. Oh. Ja, ich glaube, das hier ist so ziemlich der Inhalt von meiner, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, von der Edition von der, Barbara Box Schneekönigin. Das kommt mir gerade alles so bekannt vor, Leute. Denn dieses Produkt hier ist der Stern, den ihr da vorne seht, der da quasi bei mir immer im Hintergrund hängt. Deswegen werde ich den jetzt noch nicht, da habe ich letztes Mal auch so gestruggelt mit, glaube ich, oder? War da nicht irgendwas? Finde ich gerade ein bisschen... doof irgendwie, dass es genau die gleichen Produkte drin zu sein scheinen irgendwie. Okay. Ja, es ist einfach 1A genau der gleiche Stern, ne? Der auch schon in der Barbara-Box drin war. Letztes Jahr. What about creativity, Leute? What about creativity? Jo, kennen wir ja schon, ne? Gut, das ist jetzt neu. Kneipp Rücken- und Nackenbalsam mit Teufelskralle, wohltuende Pflege und Massage für Rücken und Nacken. Das ist ganz gut, das können wir auch ganz gut gebrauchen. Ja, ne? Wir sind beide Büromenschen, dementsprechend haben wir öfters mal Rücken oder Nacken. Und dann kann man sich damit entsprechend einbalsamieren und dann läuft das. Ja, von Kneipp, kosmetisches Mittel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann hast du hier ein Typsche, wa? Mit ätherischem Kajeputöl. Kajeputöl? Irgendwie so. Jo. Rücken und Nacken. Ja, das hier hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal drin. Von M. Asam Vino Rose, die regenerierende Nachtcreme mit Wildrosenöl. Die hatte ich schon mal benutzt. Die habe ich auch für gut befunden. Die ist sehr, sehr leicht auf der Haut. Fand ich sehr, sehr angenehm. Die mochte ich auch ganz gerne. Würde ich auch empfehlen. Fand ich vom Duft auch sehr schön, weil ich halt Rose gerne mag. Wenn du keine Rose magst, ist das gar nichts für dich. Ist die ganze Reihe nichts für dich, weil die halt auch sehr, sehr angenehm duftet. Ne? Ich mag das. Nicht jeder mag das. Ich mag das wirklich gerne. Reduziert Falten bis zu 43,9%. Konnte ich nichts zu sagen, weil ganz ehrlich, dazu müsste ich eine Hautanalyse oder sonst was machen und das mache ich nicht. Ich mache mir einfach die Creme dann nachts aufs Gesicht und freue mich, dass sie drauf ist. Unterstützt die Zellerneuerung, auch das kann durchaus sein. Retinol und Wildrosenöl. Retinol, keine Ahnung, habe ich jetzt so nichts, ne? Wildrosenöl hast du halt einfach gerochen. Ja. Mit Trauben, Polyphenolen und Rosenstammzellen.
ja, ist ein hübsches Pöttchen, ist schön, 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 lasse ich jetzt aber zu, weil ich es ja auch schon mal verwendet habe und ja. Gut, das ist auch neu, das ist M. Asam Dormazel. Meine Güte, da hat M. Asam aber ordentlich einen springen lassen hier. Duschcreme, Showercreme, 500 ml sind hier enthalten, also das ist echt ein riesen Oschi. Wir hatten ja tatsächlich jetzt gerade in der Shapebox erst die entsprechende Augencreme dazu. Auf Arbeit habe ich dazu die Handcreme stehen. Also auch die Dormazel-Reihe greift um sich. Finde ich ganz cool. Wenn das halt so riecht, wie das halt auch von der Augencreme, ach Quatsch, von der, wie heißt das Ding, denn Handcreme her riecht, dann riecht es sehr, sehr gut. Ich mache das jetzt mal auf. Ja, riecht angenehm parfümiert, also ne, ein bisschen orientalisch, aber sehr angenehm. Riecht sehr sauber, sehr angenehm. Doch. Ne, das mag ich. Und ich mag auch diesen Pump, nicht Pump, den oben auf Machvieh und dann kannst du so raus. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das finde ich toll. Oh, was ein Oschi. Auch hier haben wir wieder diese, schon wieder so ein Fulminan-Vieh drin. Hier haben wir jetzt aber nur eins davon drin. Das hatten wir jetzt ja auch gerade in der Shapebox mit 7 Stück drin. Sage ich jetzt nicht mehr viel zu, ne? Also es ist nicht sinnvoll, nur eine einzige Ampulle da reinzupacken. Das ist halt wirklich nur eine Kostprobe, dass du gucken kannst, schmeckt mir das Produkt. Du musst so viele davon kaufen, dass es wirkt, falls es überhaupt wirkt. Das kannst du, also da musst du dir wirklich mit den ganzen Boxen ganz schön viel zusammensammeln. Wir hatten jetzt auch schon mal, ich glaube, auch 5 Stück oder 7 Stück in der Pinkbox drin. Ich weiß nicht, ne? Also, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, dann habe ich hier von Le Parfumeur das Noir drin. Auch das hatte ich tatsächlich schon mal da. Das wird auch weiter wandern, denn entweder habe ich es noch hier oder es ist schon weitergezogen. Ja, ist halt ein Parfüm. Fand ich ganz angenehm. Habe ich, glaube ich, meiner Mama gegeben. Ich glaube, das habe ich wirklich meiner Mama gegeben. Ja, hüllen Sie sich in ein samtigseidiges Kleid mit Noir oder Parfum, können Sie Ihrer Persönlichkeit einen geheimnisvollen Ausdruck verleihen. Gleichzeitig zaubern Pflaume, Ylang Ylang und ein Hauch Vanille eine verführerisch anziehende Aura. Genau, also ein relativ schweres Parfüm, was halt eher für den Abend gemacht ist. Also, ja, jetzt nichts für mich mit Wellness zu tun hat, sondern einfach nur, ich habe ein Parfüm, was ich mir drauf machen kann, womit ich schön rieche. Finde ich gut, dass ein Parfüm drin ist, aber das hatte ich letztes Mal irgendwie auch schon mal mit drin. Ja, und jetzt habe ich hier nur noch ein einziges Produkt drin, und zwar von Nature Love Vitamin B3. Das ist ganz gut, Vorrat für über ein Jahr ohne unerwünschte Zusätze. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Da muss ich gucken, ob da auch Vitamin K mit drin ist, weil Vitamin D kann nur wirken mit in Kombination mit Vitamin K. Nö. Ein Tropfen jeden 5. Tag unverdünnt einnehmen. Zutaten sind nur Vitamin D und MCT-Öl. Ja, okay. Aus Kokos. Ja, also normalerweise macht sowas wirklich nur Sinn, wenn du auch Vitamin K mit dabei hast. Ich habe aktuell Vitamin D3 Kapseln, wo auch Vitamin K mit enthalten ist. Das ist halt für die dunklere Jahreszeit, dass man, ne, da kann der Körper wohl irgendwie kein Vitamin D produzieren. Dementsprechend hat man dann auch so ein bisschen diesen Winterblues, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, weil man dann halt auch dadurch so ein bisschen chillen kann. Aber ja, das erhält einfach mal so ein bisschen ein, ne, und macht einen auch ein von innen etwas sonnig. Aber sowas macht halt wirklich nur in Verbindung mit Vitamin K Sinn. Deswegen, naja. Ja, wird aber jetzt wahrscheinlich jetzt relativ teuer sein, wie ich das einschätze. Ist hier so eine Glasflasche mit oben Pipette. Ja, kann man machen, ne? Mit Beipackzettel und allem Pipapo. Wie viel haben wir hier drin? Also hier steht ja drauf, reicht für ein Jahr. 50 ml ist hier enthalten, ne? Ja, das war jetzt schon die Mainz-Box. Fand ich okay, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen im Sinne von, ja geil, die Festtage sind vorbei und jetzt geht's irgendwie chillimilli weiter. Also irgendwie, mir fehlt da irgendwie der Kick. Also da war jetzt kein Kick mit dabei, nee, der hat mir echt gefehlt, leider. Voll schade, ne? Aber naja, ja, trotzdem habe ich dir jetzt gezeigt, was drin ist und du kannst eine Box gewinnen. Hashtag Danke Maria ist auf jeden Fall da. Der Hashtag, den wir heute im Video jetzt einfach mal verwenden. Und wenn dir dieses Unboxing-Video gefallen hat, ne, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren.
Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!